Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play bei Alles furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel. Und ihr seht es hier schon auf dem Hauptbildschirm. Das nächste Spiel, das ich mir herausgesucht habe und anspielen möchte, nennt sich einfach nur Jaga. Das Ganze spielt so ein bisschen in der slawischen Mythologie, habe ich mir so sagen lassen, von diversen Reviews. Und wir spielen so einen einarmigen Schmied, so viel kann ich schon mal verraten. Und das Ganze wird wohl so ein bisschen ein Roguelite, Hack and Slash. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das abdriften wird, aber sowas in die Richtung nehme ich mal an, dass es sein wird. Deswegen, wir lassen uns einfach mal überraschen, hoffentlich positiv, und steigen mal in das Spiel ein. So, und wie das bei Baba Yaga oder Yaga allgemein so gehört, gibt das hier auch Hexen. So, wir fangen mal eine neue Geschichte an. Ich habe hier versehentlich schon mal eine getriggert. Nicht, dass ich da schon gespielt hätte, mal so gesehen an der Spielzeit. So, normaler Modus. Genau, es gibt hier drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Einmal so ein Erzählmodus, das ist dann so ein Easy Mode. Dann normal und dann Hardcore-Modus. Und irgendwie gibt es hier eine Komponente Pech. Also, ich meine, ich habe ja sowieso schon eigentlich einiges, Well aber met, my ja. dears. Well met indeed. What brings you here? Your counsel I need. Yaga the Bony, Yaga the Great. You want to manipulate the Tsar's fate. Upon his throne, I will bestow a fate of sorrow, bad luck and woe. So, und für das Pech sind wohl die Hexen the da. Rightful Tsar had failed my test. He was Ständig. unkind, just like the rest. He said to me, leave, ugly hag, when all I did was ask for bread. And as his guards drove me away, I laid my curse. And he heard me say, oh, I shall leave, but hear this from me. How you'll treat others, treated you'll be. The one who is cursed with dreadful luck will be around when your throne turns to muck. But if you kill him by your own command, all of your tsardom will turn into sand. So ever since then, he searched every day to find the unlucky one and send him away. And now he's found him, a man with no charm, Ivan the blacksmith, who's missing an arm. Yaga, our friend. We lend you our skill. Ivan, we shall use. To fulfill your will. Blacksmith? Also wir sind der Schmied, ja, das habe ich schon mal erwähnt. Der Ivan, der rechts hier gerade steht mit seinem Hammer und seinem einen Arm nur. Und wir sind wohl verflucht, ja wunderbar. Das heißt, alles, was wir jetzt anpacken werden, wird irgendwie schief gehen, nehme ich an. Mal schauen. Der Zar möchte mit uns reden. Aha. You work in the village and people say you are followed by bad luck. Broken swords, bent nails, splintered helmets, crumbled wheels. Everything you create shatters to dust and you bring misfortune upon us all. Achso, ich kann hier nur das Tutorial spielen. Okay, aber müssen wir sowieso mal, weil ich weiß gar nicht wie. Hallo? Hallo? One day I was at home with my Baba, and she said to me, oh, Ivan, my needle's broke again. Would you make your poor old grandma some new ones? Sure, Baba. I'll make you a couple so strong you'll be able to weave chains with them. I just need to find some enchanted iron. Be careful, Ivan. Do not worry. If there's misfortune in the world, I haven't met it yet. Oh, and if you're out there,
See if you can find yourself a wife. Na klar. Nicht nur. Oh Gott, die Steuerung. Eieiei. Er hat schon wieder so einen leichten Nachlauf hier, weil ich aufhöre zu steuern. Na klar, hier, die Oma ist doch gleich hier. Such dir doch gleich mal eine Frau, ja. Nur weil ich hier Nadeln schmiede. I was going through a beautiful forest. Little did I know what would follow. So, ja, dann bewegen wir uns doch mal. I had to smash through using my hammer. Na dann, hammern wir doch mal drauf los. I had to go through some thorny spikes. I quickly rolled through them to avoid hurting myself. Wild animals were upon me. I got ready for the fight. So, okay. Also, Y ist zum Hammerwerfen. Beine fett. Tired from the fight, I approached a clearing. Bad fate was waiting for me there. Dear traveler, with that sweet face, what brings you here to Nico's place? I left my grandma at the door to go and find some magic ore. Oh, die reimen alle nur die ganze Zeit. Are you stuck? How do you feel about your luck? Ich gibt es nicht. Bad luck. I think that's just in tales. Hard work and patience never fails. A non-believer then. I see. Looks like the fate is kind with me. Come now with me, before you're thinner. You're just in time to be my dinner. Ja, super. Aber es ist Mittagszeit. It's lunchtime. I have to eat now. It is late. And I will have you on my plate. And now, you know, bad luck is real. It is my name. And you're my meal. Autsch. Aua. Ja, damit hat sie mich ja schon erledigt. I had grown tired from the fight. I swung my hammer with my might. And when I nearly hit her head, she laughed at me and it broke instead. So I just ran. I ran away. I had no time to stop and pray. And in my path, fixed in a tree, a golden axe was there for me. But as I grabbed and said, what luck, I realized my hand was stuck. And then she raised her deadly knife and tried to rob me of my life. But as she swung with evil charm, I moved aside and she chopped my arm. She grabbed it and she said, how sweet. And so I got up on my feet. I started running, dripping blood. Well, not a drip, it was a flood. But right behind I heard a crash. And then I fell down with a splash. As I blacked out, I heard a shout. This one is mine now. You get out. Ah, so hat er seinen Arm verloren. Oh, wie, alles blutig. Next thing I know, I was awake. Back in the village with great ache. Aue, aue, aue. That is a sad tale indeed, but it just proves you have bad luck. For this, I should banish you, send you away, and forbid you to return. But I am not unkind. Instead, I will give you a chance to bring me something precious and clear your name. Go far away, wherever you may, and bring me back strength beyond measure. But return without it, and my guards will just drive you away. Ich werde Geld brauchen. To go far away, I will need some kopecks for my travels. Kopecks? Very well, I am not unkind. Here, use these wisely. Go now. Das war schön, den Zar um ein bisschen Kohle erleichtert. Na dann. Ja, ist aber auf jeden Fall optisch ganz schön gemacht hier. Also. Ein Angler. Da kommen wir nicht hin. Das ist hier.
Komm ich hier? Ah, ne, das ist alles hier. Okay, das hier ist ein bisschen Schlauchlevel. Was ist das? Achso, da komme ich wieder hier rein. Ah ne, das wollte ich ja gar nicht. So, ja, dann folgen wir nochmal dem Weg hier. Was ist, wenn es nicht für die Oma ist? My dear boy, I heard what happened. That wretched sir sending my boy away. Instead of finding a wife. What will you do, Ivan? Oh, Bauernschleier. Mach dir keine Sorgen. I already have strength beyond measure. Mine. Now I only need to find some for the Tsar. I'll do that in no time. Oh, Ivan, you kind fool. Listen. I know of a tale, a story long lost. An apple that makes you strong as an ox. I think you could take that fruit to the Tsar. Yaga knows about it and she's never far. Oh? Where do I find the apple? I do not know where to find the apple, but Baba Yaga will help you. She knows everything that grows in this land. Baba Yaga? The powerful witch deep in the forest. Her house sits on a chicken leg. I'll tell you an old poem about her. At night in the forest, you should be afraid. Yaga is there, caressing her braid. In front of her house, there's a skull on a spike. No stories about her are ever alike. Sometimes she gives you advice and some magic. Sometimes you're pushed in the oven. How tragic. She will give you good advice if you find her. Das ist gruselig. If she wants to eat me? She will not eat you if you give her a proper gift. Ach so, sie will auch noch gleich geschenkt. The best gift for her is a wormy bone and a cloth with a poor man's sweat. Ooh, where could I find a wormy bone? The graveyard, of course. But don't go digging there yourself. Talk to the undertaker. He must have some bones from old graves he cleaned up. The sweat of a poor man. Yes, that one is easy. Talk to the hay farmer behind the church. He's the poorest peasant in the village, him and his brother. Na dann, haben wir ja hier einmal Bestatter und einmal den Bettler oder Heubauern. Einmal ein bisschen abstatten. Go to them, Baba, and ask for their help. Take some kopecks with you. It's not much, but it's what I can give. Now go, Ivan. Help them if they need. Then return to me before you go. I have more to tell you. I want to see you back and wed, not cold and dead. Before you leave, you should go to your anvil and make some weapons. You will need them in your journey. Oh, and while you're out there, see if you can find. Oh ja, was haben wir denn immer mit der Frau, hey? Sag mal hier. Das ist aber schön unsere Schmiede. Was kann man denn schmieden? Herstellen? Aufladen? Hammer. Verbesserung gibt's keine. Eisenerz. So ganz verstehe ich das Menü hier gerade noch nicht. So, jetzt ist das weg. Und nun? Radegast-Rune. Verschiedene Getränke fallen vom Himmel, wenn die Waffe zerbricht. Moment mal. Und jetzt kann ich es irgendwie erstellen. Okay, jetzt kann ich hier. Tut allen weh, die er trifft, aber ordentlich. Ja, das klingt doch gut. Und die Rune, also gut. Tödlicher Hammer.
So, ah ja, das ist unser Hammer jetzt, ja? Amboss verbessern. Nicht genügend Ressourcen, nicht genügend Ressourcen. Oh, hätten wir vielleicht das eine Erz da verwenden können. So, wie komme ich denn jetzt an meine Waffen ran? Ah. Also man sieht hier, es gibt auch andere Sachen noch. Was machst du jetzt da? Hey, der hat einen mobilen Amboss dabei? Improvisiertes Schild. The best offense is a good defense. Natürlich auch nicht verkehrt. I'll take these ore pieces with me. I might need them to craft things. Ja. Moment mal, kann ich den Amboss jetzt vielleicht schon verbessern? Nee, ne? Achso, okay, wir brauchen 2 von den Ärzten und 300 Kohle. Okay, dann haben wir jetzt ein Schild und einen tödlichen Hammer. Dann kann uns ja nichts mehr passieren eigentlich. Was hat er denn anzubieten? Feiner Edelstein, manchmal nähern sich die Feinde, wenn sie aus der Ferne getroffen werden. Du greifst schneller an, aber fehlst öfter dein Ziel. Hm, ich glaube, das klingt ganz gut, den feinen Edelstein. So. Was läuft denn hier alles rum? Tell me, dear Blacksmith, how is your arm? Do you want some magic? Maybe a charm? What blessings do you need, Blacksmith? Ach, da gibt's irgendwas mit Knochen. Okay, also ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen, dass da hier so ein kleiner Roguelike Aspekt dabei ist. Okay, haben wir noch was? Pech entfernen, Glücksgegenstand kaufen, Pechgegenstand kaufen. Okay, also da werden wir sicherlich noch finden, was das damit auf sich hat. Wer ist das? What kind of blessings would you like? Ah ja, da gibt's irgendwelche Segen. Brot fällt vom Himmel, wenn du welches brauchst. Gott hört zu, Gott ist gerecht. Das klingt schon so, als wenn man das irgendwie alles brauchen würde. Jetzt haben wir einen Kohle in den Brunnen reingeworfen, ja. Life is hard. But the cows are happy. Warte mal, ist das hier nicht der... Nee, das ist nicht der Heubauer, ne? Den Kleinen, mit dem kann man nicht reden. Ja, Moment, wo muss ich jetzt noch eigentlich hin? Hab ich schon total vercheckt hier, ne? Tika, is the real deal? Tika, I'd pick a bottle of wine over that, any day. Wine is for weak men. No, you don't know what you're missing out on, mate. I'm the one who doesn't, eh? Seriously, now. Okay, also, das war die Oma. Das war unsere Hütte. Das ist der Händler gewesen. Da ist ein Zugspatt. Da ist auch, da waren wir schon. Und da können wir jetzt da in zwei Richtungen gehen. Was ist hier los? Ach, die haben einen Hund. Der ist aber ziemlich groß. Na komm, wir streichen den mal. Hm? Na, hopp, halt. Das war das Falsche. Controller-Steuerung, FTW. Braves Hundi. Was schon über Hades, wo man auch diesen Hund hatte. Achso, da... Ach, Moment mal, der ist doch mit Sicherheit dann der Heu-Dings da, oder? Have you seen my brother?
He was to sell my hay. 2 days, and no word. I do hope he's not drinking the money again. The fool. Dahu. Winter is almost here, and we need food. So, wir haben ja die Aufgabe bekommen, was ist irgendwie da hin? Will you give me that red cloth on your head? This? It keeps sweat out of my eyes. But I will give it to you. I'll look for him. But where should I start? Oh, thank you, Ivan. The market is near some farms. He can't be far. Okay. Ach ja, Moment. Und da ist der Friedhof. Zum Friedhof sollten wir noch. Lid. I can't live well nor die well in this village. Who were they? Do you think I would still be out here if I knew? Why does it say rest in peace on my grave if I'm not even allowed to do that? Why can't the dead simply stay dead? Ja, das schaut auch ein bisschen mitgenommen aus, ne? Was ist denn jetzt? Why can't the dead simply stay dead? Achso, ist es... Der sagt uns ja gar nichts mit irgendwelchen Knochen oder so. Aber wollten wir doch eigentlich nur einen Knochen haben. Na gut. Vielleicht können wir ja einfach jetzt mal loslegen. Mit dem schon geredet. Ach, das ist der Besteller. Ach, er hat einen Sarg hinten auf dem Rücken. The blade has gotten blunt as a wooden spoon, and you can't really dig graves with a spoon, can you? Can you help me out, blacksmith? Natürlich können wir. Ach komm, wir sind großzügig, wir reparieren es gerade. I'll just hammer it a bit. Oh, great. Let's see the blacksmith at work. The spade is much better now. It will still dig some graves. Now that you've helped me, is there anything I can help you with? Oh, den Knochen voller Würmer hätten wir ganz gerne. Rotten and filled with worms. Do you have something like that? Oh, I always end up with a few of these in Na my klar, pockets. Hat er immer dabei? Here, take this one. It's too hard to crack, so you can have it. Na dann, schönen Tag noch. Okay, so, wo finden wir denn jetzt, Achso, da sieht man dann auch, was hier... Okay, ich sehe jetzt aber noch nicht. Also ich sehe hier, ich bin auf jeden Fall töricht. Ich weiß nur nicht, was genau das jetzt bewirkt. Das sind jetzt die Quests. Und... Aber ich habe irgendwie keine Karte, glaube ich, ne? Keine Karte. Ich würde jetzt einfach mal, glaube ich, aus dem Dorf rausgehen. Und mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie ein bisschen kämpfen können. So, da wach mal auf. Minen. Achso, kann ich ja sowieso nicht, habe ich ja sowieso alles. Things don't look good for him. Where is Ivan going now? Ivan muss einige Geschenke für dich finden. Im Dorf findet Ivan den Bestatter und den Heubauern, welche die benötigten Dinge haben. Ja, wir fangen mal mit den Geschenken an, oder? Mit dem Apfel. Und nu? Bin ich ja immer noch im Dorf. Kannst du mir etwas bringen? Achso, okay. Das gibt dann auch nochmal irgendwas. Was haben wir denn für ihn? Haben wir irgendwas für ihn? Hm.
Nee. Irgendwelche Tipps? Have any tips, Bird? Do not die. Nicht sterben? Na, okay. So, und jetzt so? Things don't look good for him. Where is Ivan going now? Achso, ja, den Bruder des Heubauern, weil im Dorf haben wir ja schon mit dem Bestatter geredet und den Heubauern haben wir noch nicht, ne? Mm. Jetzt kommen hier auch noch irgendwelche Glückselemente. Es ist Sonntag, der Ruhetag ist immer ein Tag der Heilung für Ivan nach Keilereien. Wenn ich recht habe, ist heute Mittwoch. Wenn ich die Wochenmitte beginnt, kann Ivan mehr Treffer standhalten. Am Dienstag ist das Glück auf seiner Seite. Wir fangen mal mit Sonntag an. Jetzt haben wir sehr lange Intro gespielt, glaube ich, und sehr lange im Dorf rumgemacht. Jetzt ist mal echt mal Zeit für Keilereien hier. Okay, wir haben schon mal irgendein Körperteil gefunden. Also die Musik, muss ich sagen, gefällt mir bis dahin auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich mag dieses slawische, folkloristische. Ui, hier sind auch richtige Bienen. Alle Bienen platt. Das wirkt so roguelike-mäßig hier. Oh, ups. Ach, das kostet auch noch Ausdauer. Okay, die Musik hat ein bisschen unsanfte Übergänge auf jeden Fall immer. Im Kampf ist sie immer komplett anders als dann ohne. Ist da wieder was neu gespawnt? Nee, einfach nur das weggegangen. Okay. So, da können wir in eine Höhle. Eine Spinnerrune. Und? Hui! Und ganz viel Kohle. Warte mal, war das jetzt schon? Haben wir jetzt schon alles eingesammelt, was wir brauchen? Aber den Bauern haben wir immer noch... Warte mal, wir sind nur auf der Suche nach den Bauern, ne? Ja, eigentlich schon. Ach, da oben geht's jetzt noch weiter. Okay, bis hierhin geht es ja noch. Mal gespannt, was da noch für klasse Gegner kommen. Das wird sicherlich nicht so leicht bleiben. Ah, guck mal an, das könnte der Bauer sein hier, ja? Greetings, young man. Can you help a troubled old shepherd? Tell me of your sorrows, and I'll see what I can do. I fear for my sheep flock. They've gone grazing this morning, and I haven't the sharp eyes and mind to bring them back. My fortune of having magic sheep is cursing me in old age. Will you please help? Natürlich helfen wir ihnen. Tell me what I need to know. Each night, the sheep think of a riddle, and it gets written on their wool. In the morning, they vanish away to graze around. And if I'm to bring them back, I have to whisper the answer in their ears. Gut, aber Rätsel sind schwierig. Riddles are not my strong suit. What if I get it wrong? I have not found this out yet. I have always answered well. But I fear it cannot be something good.
Na super. Moment mal, dann vermute ich, dass die Schafe links sind. Und hier unten ist wahrscheinlich irgendwas anderes noch. Irgendwas rein, ob sind. Ach, Moment mal, da sind ja auch schon Schafe. What breaks, but never falls? Was bricht, aber fällt die Abenddämmerung? Dawn? Zack, und schon ist das Schaf zu Gold zerfallen. What flows, but won't quench thirst? Sand? Okay, also er ist zumindest mal nicht ganz so dumm, ja. Also, wenn ich hier selber mir eine Antwort überlegen müsste, dann würde das deutlich schwieriger werden. Loud, but never heard. Kann laut sein, ist aber nicht zu hören. Silence. Ein Furz auch, ja. What can be spread without getting thinner? Joy? Marmelade, natürlich. What do trees and dogs have in common? Bark? Okay, das ist nix hier zum... Ich bin auch noch nicht so ganz firm, was diese Balken da oben bedeuten. Also das unterste, der weiße, das könnte sein, dass so eine Art Erfahrungsbalken ist. Ist das schon fertig? You did me a great service, lad. Good fortune be unto you. Schön, und dann können wir ja weitermachen hier. Mal gucken, wo wir noch hinkommen. Oh, eine Goldkiste. Wie kommen wir denn da hin? Kommen wir denn da hin? Na super. Da ist eine Kiste und ich komme nicht hin. Ach, ist das fies. Die sieht halt aus, als wenn ich hier durch könnte, müsste, aber nö. Offensichtlich, nee. Gerade mal nicht, ne? Sits alone, worn out by time and weather. Reparieren? Wie schenken? Draufklettern? There's a freshly baked loaf inside the oven. Hm. Ah, okay. Dann gibt uns das Ding hier Brot. Nicht hier, was kann ich denn hier reparieren? Oh. Das hat ein Erz gekostet. Und der Amboss? Ja, verflixt. Na gut. Aber man muss ja halt auch einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Sonst weiß man nicht, in welche Richtung das Spiel hier geht oder möchte, dass man geht. So, was denn hier? Oh. Must have used it to defend himself. Ja. Moment mal, wir lassen uns mal kurz liegen und reden mal mit ihm. Praise be your soul. So glad our paths have crossed, dearest blacksmith. I thought I was doomed. My brother must be worried sick for me. Ach, das ist der richtige Heubauer. Oh, I sold all my brother's hay at the market, but a band of thieves cornered me and robbed me blind on my way home. Be kind, don't leave me here. Set me free, I beg you. Right away. Oh, bless your soul, Ivan. Although I would have one more thing to ask of you, if I may dare. Ooh, well, me and my brother, we are in terrible need of those kopecks. Without them, we'll barely make it through the winter. Dearest blacksmith, if you could be able to get my kopecks back from the bandits, we would be forever in your debt. Na klar. They must have a camp not far from here.
Nee, den nehmen wir nicht mit, oder? Doch, gemeinsam gehen? Mal gucken, was er drauf hat? Ja. Well then, come help me. Oh, why, dearest blacksmith, I would gladly assist you. Alas, I'm not much of a fighter. My weapons are my words, and my words alone. Worry not. Leave it all to me. You should find, about 100 kopecks. Good luck. Dann können wir die jetzt mitnehmen, ne? Na komm, dann nehmen wir die jetzt mit. I might find a use for it. So, was haben wir die momentan? Oder auch nicht? Ach, das ist ein Talisman. Kann ich den anlegen kann ich den irgendwie nicht. Ich hab den halt einfach nur scheinbar. Ach so, die kann ich ja gar nicht. Achso. Dann legt man den mal an hier. Das sind diese Erzgeschichten. Da kann ich ja nichts auswählen. Okay, na dann. Suchen wir mal die Banditen. Und natürlich, noch viel wichtiger, die Kopeken. Nehmen. Let's see. Now I can grapple across. Ah! Moment mal. Wir hatten da ja. Achso, wie kann ich da jetzt rüber? I can grapple that boulder and jump across. I can grapple that boulder. Achso, mit B, ne? Ja, okay. Also komm. What do you want? Ihr habt gestohlen. You stole the poor man's hard-earned money. Give it back. We stole what? We are the ones who were robbed. We're outlaws, all right, but we don't pick on the simple folk. Now leave us be, or we'll teach you a lesson. Ihr könnt mich nicht zum Narren halten. I will not be fooled by a bunch of thieves. Lads, get him. Oh, das war, glaube ich, die falsche Antwort. Ups, Moment. Na komm, hau zu. So. 100 Kopeken, ja, schau mal einer an, der hatte die 100 nämlich dabei hier. Will mich hier anlügen. Mich, klugen Schmied hier. Hat aber hier mit dem Falschen gerechnet.